Hallo und herzlich willkommen zu. Hallo und herzlich willkommen zum 9. Part von Trackmania Turbo. Ein Monat ist es jetzt schon her, dass ich das letzte Mal einen Part aufgenommen habe. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir gleich an, machen weiter. Wir waren dabei stehen geblieben, die Stadium-Strecken abzufahren. Wir sind jetzt bei der 6. Strecke von Stadium, weil ich in dem Stream nicht gemacht habe, drei Strecken, die ersten 5 gefahren bin. Und das ging halt in die Hose. Ja, und deswegen. Ich habe mir gedacht, ich nehme nochmal Trackmania Turbo jetzt auf. Und das seht ihr ja gerade. Ich sollte eigentlich. Hatte ich noch am Anfang überlegt, schneide einfach nur das rein, wenn du fertig mit der Strecke bist. Und wenn du das geschafft hast, try einfach nur. Aber das wäre ein bisschen langweilig. Man will ja auch Fails sehen in Aufnahmen. Ich weiß nicht, weil die meisten Leute nehmen ja immer nur das auf, wenn sie. Also nehmen ja zwar alles auf, aber schneiden nur das, was sie gewonnen haben, rein. Ah. Und wenn ich, was ich nicht rede, dann schneide ich einfach raus. Es gibt ja viel, was ich nicht rede. Nein! Das ist unmöglich. Wenn du das einmal nicht schaffst, dann geht's nicht. Ich mag Stadium. Ich mag einfach Zeug sowas nicht. Wenn man auf Erde fährt. Das gefällt mir einfach nicht. Boah! Das kann nicht wahr sein. Das ist doch Kacke. Und vielleicht wird dieser Part 30 Minuten gehen, eine halbe Stunde. Da ich zwei Parts einfach zusammenhänge. Das geht. Epic Fail. Ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, in welcher Minute des Videos ich es schaffe. Oh Mann. Wenigstens habe ich das mal geschafft. Ich bin froh, wenn ich will endlich wieder Fire Emblem aufnehmen. Das Problem ist, ich kann das auf meinem Handy nicht machen. Und mein Computer ist ja immer noch kaputt. Mit der repariert das kommt wieder Stuff of Ages, weil das will ich endlich abschließen. Das sind 8 Parts, die ich da machen will. Ich habe gerade mal 3. Das kann wohl nicht so schwer sein. Will ich mit meinem eigenen Hack fertig werden? Aber wir sind uns gleich nach einem kurzen Cut. Wie gesagt, ich will mit meinem eigenen Hack fertig werden. Und dann will ich mit was echt coolem anfangen. Einem der bekannteren Hacks, die es in Fire Emblem gibt. Für alle, die Fire Emblem gerne schauen bei mir. Und meine Fails sehen, wie ich zum Beispiel dreimal Game Over gegangen bin. In Stuff of Ages. Und sowas. Und Minecraft und GTA. GTA kommt, will ich noch ein Online-Rennen aufnehmen. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Vielleicht gleich nach dem Video, wenn ich das gedreht habe. Nein, die Goldmedaille ist vor mir. Nein. Und in Trackmania werden wir auch mal bald den Online-Modus anspielen. Werden wir auch bald mal den Online-Modus spielen. Ich habe ihn schon gespielt. Erst. Nicht euer Ernst. Jetzt krieg ich wetten mit Bronze. Oder gar nichts. Bronze. Fuck. Ich mag ja eigentlich das Stadium Auto, aber das vom Fahren her funktioniert das einfach mit mir nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe es nicht. So, dieser Part wird nur jetzt diese 3 Strecken sein. Also die 5 Strecken, damit ich das fertig habe. Damit ich dann als nächstes einen Part machen kann, wo ich sofort die nächste Kampagne durchspiele. Wenigstens Silber. Also. Jetzt noch diese 2 Strecken, dann wird das auch das Ende des Parts sein. Es wird dann zusammengeschnitten. Ja. Und dann werde ich wahrscheinlich ein GTA-Rennen aufnehmen und vielleicht noch eine Folge Battlesturz oder Bad Wars. Mal sehen, wie ich das
geeignet. So, weiter geht's. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, Goldmedaille, du überholst mich nicht. Oh, 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 Big Jump, die kann ich gut. Oh, ich hab sogar das noch bekommen. Ich überlege, ob ich jetzt noch, bevor ich mit dem neuen Hack dann anfange, noch ein kleines Video über den Hack machen soll, was dann so passiert. Das wird dann aber Spoiler beinhalten, deswegen werde ich so würde ich dann noch dann sagen, dass ihr das Video nur anschauen sollt, wenn ihr den Hack kennt. Und wisst, wie die Story verläuft und so. Muss ich mal schauen. So, und jetzt ist über das Rennen. Let's go. Ach nee, nicht das, denn ich mag das gar nicht. Ich erinnere mich. Goldmedaille, wir überholen dich nicht. Vielleicht werden wir nur Silber bekommen. Es ging wahrscheinlich nur auf Bronze, jetzt habe ich zumindest nicht vom Gaskopf runtergegangen. So machen jetzt lange ich stand, solange ich kein fang von neu an so. Ist ja egal. Solange ich kein Frame aufnehmen kann, so immer Tage abwechseln. Das heißt Minecraft, dann Trackmania und dann geht ja immer diesen Wechsel. Wie viele Videos kommen, das ist, muss ich dann gucken, wie ich's, will ich aufnehme und geschnitten kriege. Und gleich am Ende des Videos will ich noch etwas ansprechen, noch etwas sagen. Nein! Die Karre vor mir. Komm, rechts, rechts, rechts. Jetzt merke ich, dass ich Trackmania so nicht mehr gespielt habe. Okay, den Online-Modus noch mal vor 2 Wochen gespielt, das letzte Mal. Weil die Steuerung zwischen Online-Modus und hier der Kampagne ist komplett anders. Werdet ihr dann sehen, wenn ich ihn mit Online-Modus spiele. Da freut euch drauf. Ich werde die auch als Trackmania Parts gelten. Also Trackmania dann Hashtag 010 jetzt mal. Also Hashtag 010 halt als Part 10. So wie ich das halt mache, einfach damit es als normaler Part gilt und dann ist mir halt irgendwie eine gute Idee für den Titel überlegen. Der Online-Modus. Fuck. Hey, look out. Turbo. Wir haben die Bronzemedaille. Weiße weiße Stadiums geschafft. So. Stadiums eigentlich. So, zurück zur Streckenauswahl. Nächstes Mal machen wir dann die Green Series. Den Canyon Grand Drift wieder. Und dann würde ich einfach mal so spontan sagen, wenn euch der Part gefallen hat, Trackmania, nach so langer Zeit, lasst doch eine positive Bewertung da. Wenn ihr es da verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Und ich möchte noch kurz dazu sagen, ich habe mit S&S Gaming und Okrim zockt zusammen eine Runde Bad Wars aufgenommen. Ich weiß nicht genau, wann sie auf dem S&S Gaming Kanal erscheinen wird, aber wenn ihr diese Folge sehen wollt, schaut doch einfach mal vorbei. Er ist, glaube ich, als erster oder zweites Team rausgeflogen. Also das heißt, das, was Okrim und ich doch am Ende gewerkelt haben, das dürfte im Video nicht mehr zu sehen sein. Aber ich will gucken, dass ich vielleicht in nächster Zeit auch was vielleicht mal mit Okrim zockt aufgenommen kriege, wenn er einverstanden ist. Und das heißt,
wenn noch das nächste Minecraft-Video könnte, vielleicht sogar mal mit jemandem zusammenkommen. Weil das hatte ich ja eigentlich vor mit einem Freund, aber da hat er irgendwie ist seine Stimme nicht zu hören bekommen. Er hat uns die Stimme nicht gehört. Ja. Das wollte ich doch zu Ende sagen. Wenn ich es schaffe, werde ich S&S Gaming in der Beschreibung unten verlinken. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann schreibe ich einfach den Namen in die Beschreibung, dann könnt ihr da unter, könnt ihr danach auf YouTube suchen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's dann mit Trackmania. Und macht's gut.